Moin von der Elbe und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ja, Juli, das ist unsere erste Bahnfahrt. Ne? Interessant, ne? Bonnie ist mittlerweile 12 Wochen alt. So entspannt kann es Bahnfahren sein. Na, meine Süße? Die Aufnahmen, die ihr heute seht, sind Bonnies allererste Erfahrungen. Es wurde nichts vorher geübt. Bonnie, komm mal hier einchecken. Komm hier, check ein. Ja, fein. Ja, der war auf der Nase gelandet, ne? Hast du fein gemacht? So, jetzt fahren wir mal ein bisschen spazieren, ne? Fein machst du das, meine Süße? Ja. Richtig gut. Richtig, richtig gut machst du das. Sehr gut. Ein Fahrradanhänger. Platz für ihn sitzen. Platz für ihn sitzen. Ja. Du siehst die Kamera, ne? Hi. So, fein. Und warte. So. Check out. Auschecken. Komm her. Check out. Na komm. Ja, fein. Und sitz. Hier. Hier. Kannst du einen habe ich noch. Das ist jetzt mal Fahrrad. Ne, meine Süße. Guck mal. Einmal da rein. Hier fein. Dann die Leine ab. Ja. Oh, ist das fein. Ja, was ist das? Ist das fein? Da bin ich jetzt aber gespannt, ob du das toll weißt, das genauso toll wie das Autofahren. Ne? Ja, jetzt geht das also auf unsere erste Fahrradtour. Aber es ist natürlich Quatsch, das ist keine Fahrradtour, es ist nur eine Probefahrt. Bei dieser Probefahrt haben wir dann aber auch festgestellt, dass Bonnie gerne den Weidenkorb vom Fahrrad ankaut. Das ist zum einen nicht gesund für sie, weil der ist ja lackiert, und zum anderen macht sie den kaputt, und der war ja nicht billig. Und so haben wir dann die Idee gehabt, einen alten Kissenbezug darüber zu ziehen und dann erst ihr Kissen rein, und seitdem knabbert sie nicht mehr am Korb. Also für alle, die auch das gleiche Problem haben, wir finden das eigentlich eine gute Idee. Wir sind mit dem Rad nun am Strand angekommen, und jetzt könnt ihr sehen, was Lebenslust bedeutet. Dieser Hund ist einfach nur glücklich, und das macht uns wiederum glücklich. Oh, jetzt wird jemand mutig. Ich ziehe
das Stöckchen da nicht weg, weil der tote Krebs da liegt. Das ist aber ein Schisser, du. Sonst hat sie die Klappe groß auf, du. Hm. Ups. Vielleicht beißt er dich. Gleich kommt die olle Zange. Was machst du denn, wenn da jetzt ein echter Krebs ist? Das ist doch Hammer. Wollen wir den ins Wasser setzen, Schatzi? Aber der lebt noch, Maus. Guck mal hier, da. Da ist der Knochen. Ja, fein. Ja, komm. Hey, das machst du fein. Und noch ein Stückchen, komm. Noch ein Stückchen, ja, fein. Fein machst du das, komm hier. Komm. Nein. Siehst du wohl. Hey, das machst du fein. Ja. Und hier ein bisschen müssen wir noch. Komm, ich will dich einmal vom Sand befreien. Komm mal hier, Schatz, einmal vom Sand befreien und dann gehst du ins Handtuch. Ne? Einmal vom Sand befreien. So, guck mal, so fein machst du das. Ne? So fein machst du das. Ja. Und jetzt komm mal hier. Conny, komm schnell hier. Conny, komm her. Komm schnell abdrücken. Komm schnell abdrücken. Ganz schnell abdrücken. Komm her. Ja, fein machst du das. Schnell. Ja. Nein. Komm. Ja. Auf geht's. Auf geht's. Ja. Und Spinnklau. Komm schnell. Hey. Ja. Jetzt bist du aber toll. Jetzt hast du aber ein Kuddelmuddel. Und jetzt, morgen erzähle ich dir die Auflösung des Knotens. So. Und schnell zum Fahrrad. Schnell zum Fahrrad. Ja, fein. Ah, hab ich ja gesehen. Ja, fein, ja. So ist es fein. Und jetzt machst du fein. Na, wir wollen nirgendwo anders hingehen. So. Zu fein gemacht, ne, Schatzi? So. Schön lieb sein. Und? Bonnie bei Fuß. Bonnie? Ja, sie sagt. Komm her bei Fuß. Ja, fein machst du das? Komm. Ja, komm mich an. Ja, fein. Ja, fein. Hey, hast du eine kleine Farbe? Heute hat Bonnie am Strand viel erlebt. Erst der freche Krebs, der ihr den Stock geklaut hat. Und dann hat sie auch noch ihr Seepferdchen gemacht. Aber sie kann stolz auf sich sein, sie hat das alles mit Bravour gemeistert. Bonnie hat in ihren 12 Lebenswochen schon so viele Gefährten kennengelernt, das ist wirklich schön. Zum Anfang war ja das Auto, dann kam die S-Bahn, das Fahrrad und auch noch die Handkarre. Und zu guter Letzt hat sie heute auch noch ihr Seepferdchen gemacht. Also ein toller Hund, 12 Wochen alt und sie kann schon so viel. Wir drei bedanken uns für euer Interesse an Bonnies Tagebuch und sagen erst einmal Tschüss von der Elbe. Im nächsten Video seht ihr eine völlig losgelöste Bonnie. Das heißt, alles ohne Leine. Ja, hast du fein gemacht. Ganz jetzt könnt ihr euch beide anzicken. So, ja. Ne? Jetzt könnt ihr euch beide anzicken. Siehst du? Du musst deine Grenzen kennenlernen.